Willkommen zurück zu Hexen. Death, Kings of the Dark Citadel. Ich glaube, da sind wir. Oder wir sind kurz davor in so einer Kirche vor der Dark Citadel. Wahrscheinlich ist die Dark Citadel eigentlich das Ende von allem. Ja, das war clever. Oh, das war, das ist der Feind. Moment, warum ist es so leise? Halt, stopp. Warum ist die Musik so leise? Moment. Ah ja, die fängt leise an. Hab mich schon gewundert. Ja, ich habe mal bei der Sichtung des letzten Videos gesehen, dass wir in der im Dark Watch waren. Eine Treppe ist hochgegangen, das heißt, wir können den Bereich eigentlich auch machen. Sagt er. Was? Moment, wir haben noch. Wir haben noch was eingesammelt. Ach, die. Ah, die passen nicht, oder wie? Moment. Wir sind auf der anderen Seite, die... Ah, ja, ja, ja. Oh, komm. Ach, was was? Wisst ihr, wo ihr mich mal gern haben könnt? Genau. So, tschüss. Wir sind auf die andere Seite gebeamt worden. Hoffentlich sind die passend. Das wäre natürlich super. So. Nüppel in das Gesicht hinein. So, das hier war nämlich Dark Watch. Ah, two gears have been placed. Nächster Satz. Okay. Ja, da gehen wir als nächstes rein. Da waren wir schon. Aber ist doch egal. Da ist nämlich die Dark Watch. Und da ging eine Treppe irgendwo hoch, hieß es in der Nachricht. Und das wird doch bestimmt hier. Jawohl. Oh ne. Hier ist ein Wasserkasper. Mein Gott, Walter. Geht schon wieder los? Nein! Warum müssen da so viele sein? Die sind doch bestimmt alle nachgespawnt. Die können ja gar nicht hin. So, komm her. So, jetzt. Jetzt ist Schluss. Oh, wird lustig. Ja, ist ein bisschen actiongeladener, finde ich, als die das Hauptspiel. Als die Hauptspiel. Bisschen Luft reinlassen. Lüften ist gut, ist gesund. Und schützt die Abwehrkräfte. Eigentlich richtig, aber naja. Hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren als... Na, ist ja Quatsch. Egal. Da gab es ja allerhand vollkommen schwachsinnige Geschichten. Wo Kanäle allerdings verschwunden sind, weil sie die angesprochen haben. Diese Ungereimtheiten. Dinge in Frage gestellt haben. So, so. Deswegen muss man immer ganz vorsichtig sein. Denn in der Freiheit, das ist so eine Sache. Will nicht, oder ich will zurück. So, was? Ach, hier links unten. Da ist jetzt bestimmt die Klappe auf und dann kommen wir in den nächsten Bereich. Richtig. Denn hier ist alles. Da oben würde ich auch mal ganz gerne hin, ehrlich gesagt. Und wie das geht, das weiß kein Mensch zu sagen. Na, wieder neu. Frosch im Teich. Negativ. Ach ne, da sind noch zu. Okay. Was ist das denn dann? Ah, ja, 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 ja. Ja klar, ja klar. Sag mal. Die irgendwie ein. Weiß ich nicht. Reproduzieren die sich? Irgendwie? Das muss jetzt auch sein, genau. Die Wand. So ist richtig. So ist es richtig. Oh, ein Schweinemann. Schweinemannmacher. Genau. Zack. Nee. Nicht so reich. Ach nö. Wieder in der Kloake. Nicht, ich will nicht in die Kloake. Boah. Alter, Platz, jetzt ist gut. Boah, man sieht nichts, ich sehe auch nichts, das macht nichts. So, ein Satz mit Y und weg. Ja, natürlich. Jeder darf mich mal treffen. Das ist vielleicht ein Scheißbereich und so düster, man sieht halt nichts. Aber ein geiler Himmel. Was für ein geiler Himmel ist das denn? Komm. Oh je. Gibt das hier die Chantry?
Chantry. Chanting ist Gesang. Ist das hier so eine Art Gesangshütte? Okay. Hier haben wir blaues Zeug. Also, let's go! So, Dach. Chantry. Kenne ich gar nicht. So viele Worte, die ich nicht kenne. Aber das ist sowieso immer ganz günstig, weil, wenn man so ein bisschen, sag mal, ein bisschen ältere Begriffe, na, lernen möchte, im Englischen, dann das hier einfach spielen. Ja? Kann man noch was lernen. Oh yeah, Hilfe! Ja, okay. Oh. Hopp, hopp. Firma dankt. Was ist das? Fliegender Sack, der jetzt nicht mehr fliegt. Ah ja. Erinnert so ein bisschen an diese eine Mod, die ich einst spielte. Wie hieß die noch? Ich glaube Monastery. Oder so ähnlich. Okay. Was ist denn schon wieder los? Sag mal. Aber heute ist wirklich der Tag des Impes, oder? Wer ist der Imp? Imp oder Gargoyle? Ich glaube, Gargoyle sind die beim... Ne, Imp und Fire Imp sind die bei... bei Heretic, oder? Ah ja. Ach, da unten kommen die her, die wohnen da. Alles gut. Ja, ja. Na gut. Da immerhin einer getroffen. Und die hängen dann fest. Ah ja, und können sie dann nach und nach erst freischalten. Für frei kämpfen. So. Wenn ich jetzt nochmal drücke. Verstehe ich nicht ganz. Ist das wenigstens mit. Ah ja doch, jetzt. Tür auf dir zu. Alles klar. Achso, mit Anlauf. Und hopp. Trotzdem satzweise Sohlen abgeholt. Naja, komm, reicht. Reicht auch erstmal. Nein. Muss gleich mal gucken und. Wir müssen dann ganz kurz. Halt, stopp machen. Und? Okay, Aufnahme läuft. Soundcheck, alles gut. Gut, 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 gut. Muss ja leider mal so ein bisschen immer alles im Auge behalten. Macht man ja ohnehin immer, aber. Wenn es mal ausgeht und so weiter, na, das ist, ist immer ungünstig. Und hopp. Wie bitte? Oh ne, schon wieder so ein Assi. Der ist ja schon wieder da. Hat er keine... Ah ja, sie hat das Schild aktiviert. Oder den Schild sogar. Sogar den hat er aktiviert. Ich frage mich, ob dieser Schweinemacher tatsächlich auch Schaden verursacht. Das weiß ich nämlich nicht. Bitte? Sag mal. Ihr habt doch echt einen Schuss nicht gehört, aber jetzt. Und kann man den vielleicht in so einer Flechette-Wolke? Oh, wir haben 7 von den Kollegen. Und was mit dir? Zu verlaufen. Da, zeig den Weg ins nächste Leben. Wir könnten noch mal. Was bringt das eigentlich, diese komischen Matschepfötchen hier? Können wir die rauslocken? Geronimo. So. Bereiten wir alles vor. Für den großen Auftritt. Des Heresiark. So, gib mal kurz dein Leben. Oh. Aua, aua, aua. Da kriegt der Zauberer ein paar auf die Nuss. Was ist das? Ach was. Wahrscheinlich haben sie ihn genervt und jetzt hat er hier mal kurz ein Machtwort gesprochen. Sozusagen. Ja, hier gibt es gleich einen Knüppel. Aber die Situation ist ja optimal, oder? Optimopti. Optimopti, ist das ein richtig toller Begriff? Optimopti. Jeder normale Mensch sagt den Optimopti. Ich, okay. Aber das disqualifiziert mich ja schon wieder. Egal. Wie wäre es mit... Hier ist doch nicht so eine Art Tower of Might. Er ist so still. Ja, kannst du ruhig machen. Ich stehe hier gut. Okay, doch nicht so richtig. So.
Achso, der hatte die lustigen Bälle um sich rum. Hat mir das Aua gemacht? Ich hoffe. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir wieder gegen den Kollegen ran. Wird langsam anstrengend. So, jetzt die Frage. Ist das eine Art von Powerbuch? Tome of Power? Oder geht das nur für die Nahkampfgeschichten? Bloß nicht runterfallen. Sonst, ach so, das wird gar nicht zurückgeworfen. Kann das sein? Ach, oder gibt mir das irgendwie vorübergehend mehr Schild oder sowas? Das kann ja auch sein. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Was ist denn hier? Haut ab. Ja, komm. Ja, jetzt kommen die verkackten Geister natürlich wieder zurück. Ich könnte ins Essen brechen. Hey, was war's? Da. Wir spielen. Ja, genau. Hilf mal schön mit. Hilf mal schön mit. Hilf mal mit. Mein Gott. Och, jetzt geht das wieder nicht. Schornkinäder, genau. Schweinemacher. Das geht so nicht. Ja, komm. Mach mal weg. Oh, der ist schon tot? Hat er gerade die volle Dröhnung bekommen? Oh je. Ich muss mir das nicht mal merken. Ich muss noch mitzählen. Ich muss ja. Nee, andersrum. Hör auf! Ja, weiß nicht, 20 Sekunden oder so? Darf ich ihn überhaupt? So, volle Energie. Verdammt! Vor Schreck habe ich direkt einen Satz gemacht. Da können wir auch mal hoch. Spaß halber. So, geh weg. Oh je. Keine ganz so gute Idee. Ein bisschen gut weiß ich schon. Ne, war total Stuhl. Totaler Stuhl. Wir müssen hier weg. Weil ich super agil bin und bleibe. Wer ist hier der Chef? Oh ne, Bällchen kommen. Shit. Ja, okay. Okay, ich sag mal nichts dazu. Auf den letzten Meter kommen sie nochmal hochgeflogen. Ja, 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 ja. Ja, oben geht's wieder ab. Zwei. Was? Was? Ach so, es wird ein Dreizack. Ja, nee, ist klar. So das Standardsymbol. Von Heretic. Nein, die bleibt da drin. Oh, schön zerbrösel hat sie. Wieso war das so krass? Vielleicht sind sie anfällig, wenn sie da durchfallen. So, jetzt fehlt noch der mittlere, da geht die Tür auf. Da müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Rate jetzt einfach mal. Ganz wild. Ja, da kommt wieder Geronimo. So, kann ich da irgendwas machen? Nein. Natürlich nicht. Ich habe auch die dumme Disc of. Hier, diese Repulsion-Geschichte drin. Aber raff's natürlich trotzdem nicht.
Und krieg direkt eine gewischt. So, Schildchen. Na. Wir gehorchen. Achso, sind wir schon so? Zwei? Ah ja. Man muss auf dem derselben Ebene sozusagen sein. Gut, jetzt mal schauen. Genau, da hatten wir jede Menge noch blaues Zeug. Na? Ja, hier ist gleich ein Grün, also ein Blau. Da waren wir noch nicht. Kommen wir denn da hoch? Ich glaube nicht. Ja, ja. Ja, ich verstehe das schon. Oh, was hänge ich denn hier? Wieder in irgendeiner Kacke. Super, jetzt darf ich einen von meinen teuren Quartz Flasks nutzen. Zack. So, schön Vandalismus. Von da nach da, oder? Das scheint doch wie ein logisches Rätselchen. Wie komme ich denn da hin? Ach, von oben, ne? Geht das überhaupt? Ach ja, die sind ebenerdig. Nein. Ah, nee, die Tür ist zu. Ja, hoffentlich kriege ich von oben die Tür auf. Und zwar schnell. Ja, ja, warte mal kurz. Ich muss deine Kollegen holen. Ah, sehr gut. Hopp. Scheiße. Ich hab's genau gewusst. Ach, jetzt ist die scheiß Tür wieder zu. Mein Gott. Jetzt auf die Innenseite der Tür beamen sollen. Nicht, nicht auf meiner Seite. Ist egal. Ja, einmal ganz leicht verkackt. Aber da scheint es nach rechts zu gehen. Okay, da kann ich mit diese Akrobatik. Also heute ist wirklich Tag des Imps, oder? Nur diese Mistviecher überall. So. Flechette. Halt. Die nehmen wir mit. Wir lassen keine Flechette behind. So, da sind wir fetch. Also. Ja. Hoffentlich nichts Großartiges. Wir lauschen. Ah, wieder. Ach so, weil die hier spawnen, deswegen, okay. Hätte man sich denken können, ja. So. Darf ich dann. Oh, sehr schön. Jetzt aber. Die freuen sich. Machen wir die Tür auf, komm. Genug Spaß gehabt. Ich hab gedacht, der kommt hier durch. Was für ein Depp, oder? Zack. Komm. Das hält ihn nicht mehr lang. Ja, hätten natürlich bekämpfen können. Während er da drin steht. Ja, komm. Das ist ja immer Spielerei gegen die. Oh ne, Tür ist zu. Oh, jetzt haben sie mich auch verarscht. Verdammt. Ist die Tür nicht rechtzeitig zugegangen? Na gut. Ja, geht relativ schnell wieder zu, das Ding. Was soll ich davon halten? Runter hier. Also doch rüber springen. Wie es der einst vorhatte. Oh, reicht das? Das ist ein bisschen weit. Hopp! Oh Mann. Speichern wir mal spaßhalber. Und. Nee, das reicht nicht, oder? Geronimo! Mann, spring doch, du Affe! Hopp! Oh, scheiße. Es könnte gelingen. Wenn ich ein bisschen mehr Anlauf nehme. Juhu! Okay. Ja, ich bin da. Ich bin da. Kümmere ich um euch. So. Bitte? Ich hoffe mal, das ist schon richtig. Ne? Nicht, dass ich hier wieder abkürze, wo ich nicht abkürzen sollte. Und ich gehe das jetzt auf. Neuer Bereich. Und da drüben ist was aufgegangen. Ich hoffe mal, dass dann der Weg. Nee. Moment, vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch noch sowas.
Computer sagt nein. Dann schauen wir mal, ob das jetzt offen ist. Oh, das sieht schon anders aus. Aber nicht viel. Hopp. Ach, ja, natürlich. Das wird ein anderes Mal wird es geöffnet. Ich verstehe, ich verstehe. Also müssen wir hier in den Chantry müssen wir noch ein andermal hin. Aber im anderen Bereich hat sie nichts geöffnet. In der Kloake, ne? Das ist nur so ein stinkender Zwischenboss. Oh, Geronimo! Hoch! Hoch! Okay. Ach, okay, macht's mir einfach. Ich werde jetzt passiert wieder nichts. Wetten? Hopp! Und hoch! Ah, sehr gut. Geht also doch ein paar Mal. Na, immerhin. Sehr schön, jetzt sind wir hier drüben. Haben wir irgendeinen... Ah, ja. Jetzt haben wir weitere... Guten Tag. Guten Tag, habe ich gesagt. A door has opened on the Chantry. Junge. Ach halt, einer von denen ist ein Chantry. Hey, vielleicht. Wir sollten es mal testen, oder? Ja. Ja. Sehr schön. A door has opened in the Chantry. Gut, das wird dann wohl das hier sein. Nein, das ist die Door, die geopend wurde. Holy Relic. Holy shit. Moment, was ist das, ein Gegenstand? Ah, Zerquetschung war das. Tatsache. Ah, eins von den Symbolen, klar. Ja, klar. Mir ist doch ganz klar. Ah, das war auch klar. Und natürlich sind es wieder die kleinen Feuerteufelchen. Euch werde ich helfen. Feuer unterm Hintern werde ich euch machen. Okay. Tür geht auf. Komm, wer zerquetscht? Oh. Frische Hund. Und direkt neue Gegner dazu. Ja, klar. Damit es aber nicht langweilig wird. Beziehungsweise, wenn man sie von der anderen Seite aus schon platt machen konnte. Oder wenn man reingesprungen ist. Wir sind verrückter. Sag mal. Muss das sein? Du weißt, was der blüht jetzt, ne? Du weißt, der blüht jetzt. Okay, Zeit für einen Knüppel. Warten. War so klar. Können wir wenigstens gleich eine von diesen Fiolen benutzen. Oder Fialen für dir. Ach, man kann hier rumschubsen. Sag nein zum Mobbing. Weg. Ah, natürlich. Ja, es lohnt sich wenigstens. Das ist nicht so gut gewesen. Jetzt lohnen sich nämlich alle. Fast alle, okay. Naja. So, das ist aktiviert. Heißt, da hinten geht's weiter. Vom Chantry aus kommt man jetzt nämlich in den nächsten Bereich. Das ist gedrückt. Ja, okay. So, was machen wir uns jetzt erwarten? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Abattoir. Ich kenne Trottoir. Abattoir klingt wie Abtritt. Donnerbalken. Sozusagen. Oder ist. Ist Abattoir? Okay. Gut geraten. So, hier. Ne, kann nicht aufgehen, ist eine Fackel dran. Und die können, glaube ich, auch nicht weggehen. Denkt mir gar nicht mehr. Oh, schon wieder düster. Ja. Zerquetschungsapparat. Was ist das hier? Müssen wir alle doten. Also alle Leichen entfernt werden. Der Tatortreiniger. Eines der letzten verbliebenen halbwegs lustigen deutschen Formate. Eines der Formate. Ja, das Format. Geronimo! Wir wurden nicht zerquetscht. Was soll das?
Ah ja, mit dem Ernie. Oh je. Was passiert eigentlich? Aha. Ich glaube, richtig Schaden nehmen die nur, wenn sie irgendwo gegen donnern. Bitte? Nein, top's gleich. So, das geht wahrscheinlich wieder retour zum Nave. Hm. Ah ja. Das ist ja, er ruft wieder. Ah ja. Eigentlich. Ja, jetzt ist es egal. Jetzt ist es doch egal. Und schieß mir die Beine weg. Ne, wir machen tatsächlich so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr viel Kosten. Nicht preisgünstiger ist es. Und wenn die uns kaum treffen, ist das doch super. Ja, das ist doch super. Aber leider kann, weil diese Schüsse so dick sind, komme ich alles durch. Macht nichts. Es kommt genug durch. Hopp, hopp. Ah, manchmal schon. Ist das ein Idiot? Muss man sich mal vorstellen. Wenn er wirklich so ein Held hier ständig da so ein Verrückter entlang hüpft. Bitte? Was? Ach Gottchen. Aber gut getimed, sag ich mal, von den Lebensenergiepunkten. Das war ein Zerquetschungsapparillo. Ist das hier auch der Fall? Ich hoffe es nicht. Wird langsam nicht eng hier. Auch ohne Zerquetschung wird es hier eng. Irgendwas haben wir gedrückt. Keine Ahnung was, aber es wird wahrscheinlich richtig gut sein. Achso, man hat wieder nichts erkannt. Da war ein Zerquetschungsapparat darin. Ja, noch mehr von eurer Sorte. Hat jemand ein bisschen, mit Paint, ne? Wenn man so den dicken Pinsel anstellt und einfach mal Gegner verteilt überall. So haben die es wahrscheinlich hier auch gemacht. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor. Oh. Heißes Ende. Ach, Gottchen. Schon wieder ist der Stalker. Diese schießen dann. Weiß ich auch Stalker? Wahrscheinlich, ne? Können die alle schießen? Ne, können sie nicht. Toll. Jetzt sauge ich mich durch drei von denen durch. Und der letzte verpasst mir dann die volle Dröhnung. Sehr unangenehm sowas. Ach, da waren sie. Meine drei Probleme. So, schön die Wand. An die Wand mit euch. Also, gut. Okay. Die Reste kriegen wie immer den Knüppel ab, aber das kennen sie auch schon. Sie freuen sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen drauf. Ja, okay. Oh, voll reingelatscht. Das muss ich mir echt mal abgewöhnen. Dafür ist halt wirklich ideal. Die Flash jetzt mit dem guten Kleriker. Was die anderen machen, habe ich schon mal erwähnt, ne? Von wegen. Der Varior, der wirft das eine Handgranate und bei Aufschlag Feind explodiert das Ganze. Also eine intelligente Handgranate sozusagen. Und der andere, bei dem steht es, bei dem Zauberer, da steht es in der Luft. Steht es kurz in der Luft und dann zerplatzt es. Kann man auch machen, einfach rückwärts laufen. Gegner laufen in den Reihen und dann explodieren sie halt alle. Nee. Werden zerrissen in den Explosionen. Ah, wäre man schnell gewesen, hätte man die. Die sind ja rum so krumm. Ja. Die kommen hoffentlich hier durch so ein bisschen. Unten. 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 Shit! Okay. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Unten. So. Unten, unten, unten. Okay.
Okay, die wollen also offenbar nicht. Das macht nichts. Komm mal, ein Geist. Wenn da schon die ganze Mana liegt, wäre schlecht. Nicht hauen. Aua, nicht hauen. Muss das immer sein? Rühr ich mal so ins Mikro. Okay, hier geht's weiter. Aber warum? Hat er nicht noch ein bisschen was an Lebensenergie? Ja. So, Frage, was machen wir da? Oh, Schaden nehmen, okay. Nächste Frage. Ja, ich meine, das sind so viele, da können doch die Geister schon auch was machen, oder? Ja, und sie bieten uns diese ganze grüne. Shit! Okay. Ach nicht doch. Wird das nicht gespeichert? Unten. Unten. Verkackt! Nein, bleib stehen, bleib stehen! Ach. Mann, 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 Mann. Vielleicht mal speichern. Und ihr schon wieder. Na gut. Oh, eine leckere. Ein Zahnrad. Ja, das holen wir uns. Und zwar beim nächsten Mal. Wenn sie heißt, Hexen. Ich danke fürs Zuschauen. Sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.